Hallo und herzlich willkommen zu The Long Dark. Die lange Dunkelheit. Hoffentlich wird sie nicht ganz so lang. Wir starten mal im Überlebensmodus. Machen ein neues Spiel. Gucken wir mal. Wir machen dann Reisen der Schleicher oder Eindringling. Ich denke mal, dadurch, dass ich es noch gar nicht so lange gespielt habe und wenig weiß, sind wir mal ein Reisender. Ja. Dann starten wir am Rätselsee. Wir sind ein Mann. Und wir nennen das. So. Dein Flugzeug ist in einen rätselhaften geomagnetischen Sturm in der nordkanadischen Wildnis abgestürzt. Wie lange kannst du überleben? Es ist nicht die stärkste Spitze, die überleben. Ach, ich will zu Ende lesen. Und dann gucken wir mal, wo wir hier sind. Oh. Ja. Hier hat jemand gewütet. Ist das ein Haus? Nee, doch. Das sind Wohnwagen. Ist ja gar kein so schlechter Anfang. So, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was hier so drin ist. Oh, eine Leiche. Eine Jacke? Nice. Holz. Holz. Nix. Hagebutten. Nehmen wir mal mit. Hagebutten nehmen wir auch mal mit, so. Mal gucken. Hallo, jemand zu Hause? So, mal gucken. Was haben wir hier denn? Tomatensuppe. Nice. 300 Kalorien. Ach, das macht einen kälter. Wieso wärmen wir die dann nicht auf? Ah, da ist was zum Zerlegen benötigt. Holz. Ein Behältnis. Na, nix drin, das hasse ich doch. Hallo, mitnehmen. Ein Energiebar. Ein Energieriegel. Der hat mir noch gefehlt. Den brauche ich auch. Naja, ich glaube, das war's dann. Oh. Noch nicht ganz, noch nicht ganz. Jetzt war's das aber hier. Gehen wir mal wieder raus. Da waren wir gerade drin. Also gehen wir jetzt mal hier rein. Okay. Mal gucken, was war hier? Hier haben wir nichts. Schade. Dieses Haus ist sehr mager. Hier war nichts drin.
Echt schade. Naja, dann müssen wir wohl mal weitergehen. Hoffentlich hat hier auch irgendjemand einen Kamin, bevor ich hier noch erfriere. Hallo? Hier kann ich nicht reingehen. Das heißt dann also hier rein. Was ist das? Ah, einfaches Werkzeug. Simple Tool. Ach komm, machen wir die Kiste mal Schrott. Zeitung. Schuhe. Öffne dich. Schmerzkeller. Hallo? Oh ja, gut. Was haben wir hier denn noch? Oh. Aha, nix drinne, ein Bett, aber weiter, dann haben wir das hier wohl auch. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal den Berg hoch. Mal gucken. Wo wir da hinkommen. Und ich hoffe, uns läuft jetzt nichts über den Weg. Denn, ja, es ist kalt. Und würde uns jetzt, oh, da ist ein Reh, ein Wolf über den Weg laufen. Wären wir wehrlos. Allerdings, dadurch, dass dieses Reh da unten noch lebt, muss ich, glaube ich, nichts befürchten. Denn solange Rehe rumlaufen, heißt das tief. Wölfe sind nicht unbedingt in der Nähe, weil sonst wäre das Reh tot. Ich hoffe, dass ich mit der Vermutung recht habe. Ich bin mir nämlich nicht sicher. Gucken, wo können wir jetzt lang gehen? Hier. Oder hier, ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Aber ich würde sagen, wir gehen hier lang. Mal gucken, wo wir noch ankommen. Wir brauchen nämlich einige Ressourcen, um 50 Tage zu überleben oder länger. Mal gucken, wo wir hier ankommen. Nirgendwo kommen wir hier an. Jetzt ist das wieder die Frage, wo gehen wir lang? Aber ich finde, wir sind an einem gefrorenen Bach. Ich würde sagen, da oder da. Sieht mir da zu steil aus. Ich glaube, ich laufe mal hier lang.
Jo, wir sind hier an einem gefrorenen Bach. Moment mal, ein Stein. Nee, Kohle. Ich hätte schwören können, das ist ein Stein. Das ist ein Stein. Ein kleiner Stein, groß genug, um ein kleines Tier zu betäuben, könnte auch eine größere verjagen. Ah. Also wenn uns ein Wolf angreift, werfen wir denen einen Stein entgegen, oder wie? Finde ich bombastisch. Hey, hallo, nimm den Stein auf. Und wir erfrieren uns hier gerade zu Tode. Warum? Oh, Moment. Ist da vorne etwas? Sieht aus wie so ein Tor. Aber so ein Turm. Moment mal. So ein Turm, der nicht windgeschützt ist, also. Namenloser Teich, also hier so der Aufmaß, der erwärmt uns bestimmt nicht. Ich spüre meine Hände nicht. Ich weiß. Hast du einen Handschuh an? Hast du was Schönes? Nice. Was liegt denn da? Eine Krähenfeder. Nehme ich einfach mal mit. Nein. Ich sagte ja, es hält uns nicht warm. Aber wir können ja mal kurz verschnaufen. Moment mal. Einen Survivor-Bogen. Und ein einfacher Pfeil. Und ein Verband. Oh. Mal gucken. Habe ich was zum Anziehen? Person, mal gucken. Wie können wir uns denn wärmer? Ah, hier, warte mal. Hier, komm, anziehen. Anziehen. Ich habe uns jetzt ein bisschen wärmer angezogen. Es ist trotzdem noch kalt und wir sollten trotzdem noch die Beine in der Hand nehmen. Ich würde trotzdem gerne mal ins Inventar. Ich weiß, ich weiß. I für Inventar, oder ja. Komm. 21%, scheiße. Den repariere ich als nächstes und ich habe auch nur einen Schuss. Scheiße. Kann man nicht mehr rennen? Oder sind wir etwa. Nein. Sind wir eigentlich. Warum können wir nicht rennen? Ach, weil ich hocke. Kein Wunder. Wir müssen nämlich jetzt schnell eine Hütte finden. Aber ich habe einen Survivor-Bogen. Mit einem Pfeil. Vielleicht können wir uns ja mit der Krähenfeder da noch einen Pfeil machen. Das wäre voll geil. Ah, scheiße. 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 Da war mal kurz mal abgelenkt. Ah, scheiße, ich humpel hier gerade durch die Gegend. Während ich sterbe, dort, das fängt ja gut an. Wir werden sowas von drauf gehen. Ey, hast du mal auf zu humpeln? Oh, ich habe keine Beine. Ich kann nicht rennen, das ist doch eine Scheiße. Ich bin hier gerade am Sterben.
weiß nicht, wie lang und wie viele Runden ich spiele. Und ob es. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall eine Staffel 2 geben wird im Story-Modus. Und der jetzt verfügbar ist. Und ich weiß, dass ich hier ein paar Erfolge sammeln möchte mit Tage, dass ich. Also ich habe gehört, hier gibt es eine Schusswaffe. Nur ohne die ist man hier, glaube ich, aufgeschmissen. So viele Ressourcen kann man gar nicht finden. Ich habe schon mal einen Bogen. Wenn ich Pfeile kriege, bin ich schon mal ansatzweise gesichert. Das heißt, kann ich wieder rennen? Nein. Das heißt, ich schaffe es bestimmt schon einige Tage zu überleben. Aber ich versuche hier so 50 Tage mindestens. Versuchen wir hier zu überleben. Kann man denn auch wieder einsammeln? Ja. Hallo? Ich bin ja am Sterben. Mal gucken, ob ich den. Vielleicht kriege ich den ja auch wieder aus dem Tier raus. Ich weiß es nicht. Aber jetzt habe ich sowieso ein größeres Problem als ein Fass kaputt. Ja. Ich muss ein Haus finden. Warum bin ich hier auch mitten im Wald eigentlich? Komm schon, dammit. Es wird schon Nacht. Wenn die Nacht einbricht, habe ich ein kleines Problem. Dann sieht man nämlich nichts mehr. Verliere ich dein Blut? Nein, nein, alles in Ordnung. Komm, komm, komm schon. Scheiße. Ich habe mir einen Bein gebrochen, einen Bein gebrochen. Ich habe es nicht versprochen. Denn ich habe mir ein Bein gebrochen. Ach, okay, du kannst. Ach so, ja, okay. Ich würde auch gar nicht viel machen wollen. Moment. Gehe ich hier etwa gerade zurück? Da ist doch der Tom wieder. Scheiße. Wenn das derselbe Tom ist und ja. Dann versuchen wir mal in die andere Richtung darunter zu gehen, weil ich habe mein Bein schon gebrochen. Noch schlimmer geht's nicht. Ach so. Mit einem verstauchten Handgelenk kann ich keine Waffe tragen. Gut. Das heißt, ich bin jetzt auch jeden und alles ausgeliefert. Ja, wir sind zurückgewandert. Das ist ja eine tolle Sch Gott. Wir werden sowas von drauf gehen. Fängt ja gut an. Einfach nur, weil ich keine Hütte finde. Und die Nacht bricht rein. Kann ich wenigstens. Gut. Damit es nicht ganz so dunkel ist. Da ist ein Sendemast. Aber auch keine Hütte. Was mir jetzt so ist, kann.
Hallo. Dir können die Beine eigentlich gar nicht wehtun, du hast nicht mal welche. Oh Mann. Kann ja was werden. Du hast keine Handschuhe an. Moment mal. Da war doch Handschuhe. Ey, du hast doch Handschuhe an. Jetzt hast du keine mehr an. Ist ja auch egal. Komm schon. Das sieht nicht gut aus. Das sieht echt nicht gut aus. Und wir irren hier echt herum. Ey, hör auf zu kreischen. Ich kann nichts dafür, dass du dir die Beine gebrochen hast und das Handgelenk verstaucht hast. Ja gut, ich kann einiges dafür, aber egal. Spielt keine Rolle. Jetzt wollte ich hier mal runter. Gefrorener Bach. Komm schon, sei da, da muss doch eine Hütte sein. Irgendwas in der Art muss ja doch zu finden sein. So, jetzt gehe ich da mal hoch. So. Wir haben eh nichts zu verlieren, außer einen tollen Bogen. Was hängt da? Okay. Wir müssen auch irgendwann mal an ein Haus kommen und an den Wald raus, aus dem Wald raus. Komm schon, du schaffst das. Kannst zwar nicht rennen, aber du schaffst das. Hier sind Schienen. Hier muss ja irgendwo eine Haltestelle in der Nähe sein. Wo man sich vielleicht auch reinsetzen kann. Komm schon, komm schon. Ich weiß, du kriegst das hin. Ja, das wirst du bald. Doch, das sind Schienen. Da sind Eisenbahnlokomotiven und hier ist eine Hütte. Eine Hütte. Eine Hütte. Es wird nebelig oder wird es einfach nur dunkel? Ist ja scheißegal, wir sind gerettet. Da fliegen Vögel, da wird ein Kadaver sein. Denke ich mal.
Aber ist ja auch egal jetzt erstmal. Es wird nebelig und ich gehe mal rein. Echt dunkel hier drinne. Mal noch. Hallo? Ah, hier. Dann gehe ich mal nach oben. Hallo? Oh, nice. Ein Bett. Aha. Wir müssen schlafen. Wann stehen wir dann auf? Steht das hier irgendwo? So machen wir mal hier. Ja, noch nicht ganz komplett erholt. Wir haben nämlich Durst. Ach, Kacke, das war nicht gut. Was zu essen wollte ich eigentlich haben? So, das muss reichen. Dann warte ich mal, bis es heller ist. Warte ich mal 3 Stunden. Hier kommen. Eine Stunde warte ich noch. Ich muss ja was sehen können. Hallo? Aha. Das Haus ist aber groß. Nice. Wir ziehen uns gleich erstmal an. Also richtig an. Ah, da haben wir schon geguckt. Ah, hier steht etwas zu trinken, steht da. Hier. Eine Weste. Oh, ein Erste-Hilfe-Kasten.
Energieregel ist die erste Hilfe. Ah, Tabletten zum Wasserreinigen. Upsala. Eine Sturmlampe. Entschuldigung. Ah. Muss ich das erstmal finden? Wo finde ich das denn? Oh, Moment mal. Heißt das, wir sollen angeln? Heißt das, wir sollen angeln? Und heißt das, was ich jetzt hier alles habe? Einen Dosenöffner. Ja, nice. Ein Dosenöffner. Oh, Moment. Ein Brandbeschleuniger. Machen wir doch mal ein Feuerchen. Einmal Holzkohle entnehmen. Will ich aber nicht. Moment mal. Wäre das möglich? Wäre uns das gegönnt? Hammer. Eine leere. Alle Rucksack kurz mal. Doch, haben wir. Da müssen wir ein Feuer machen. 40%ige Chance. 40%ige Chance. Moment mal, das liegt daran, glaube ich. Es bleibt bei 40, also ist es egal, aber ich kann ja hier gleich mal das dicke Ding da reinwerfen. Komm schon. Ich sing da was vor, Feuer. Brenne, brenne, Feuer, sonst kommt ein Ungeheuer. Nice. Nehmen wir mal eine Fackel. Aber die können wir ja auch mit Haar weglegen, oder? Oder nicht? Das ist ja egal. Hör doch. Können wir löschen. Und dann haben wir immer mal eine Fackel dabei. Nein, die Fackel will ich nicht anzünden. Wie lange hältst du noch? 1 Stunde 39. Brennstoff hinzufügen. Komm. Wie lange brennst du jetzt? So, jetzt brennst du 3 Stunden 7 Minuten. Und jetzt garen wir mal Wasser. Mal gucken. Nein, 10 Minuten. Denn wir brauchen was zu trinken. Dringend was zu trinken.
Und ich würde sagen, ich beende hier den Part auch mal. Wenn es euch gefallen hat, dann abonniert doch den Kanal und mal gucken, wie lange wir noch überleben. Bis dahin und ciao.